Hallo, bei Reingedruckt geht es heute um die Bemaßung. Ich habe schon diverse Objekte auf meiner Zeichnung drauf oder Skizzen und ich möchte dieses jetzt auch bemaßen und nehme euch dabei mit sozusagen. Ich zeige euch das. Ich benutze jetzt hier die intelligente Bemaßung und fange mich einfach mal mit der Linie an. Die Länge der Linie möchte ich selber festlegen. Ich möchte haben eine Linienlänge von, sagen wir, 100 mm. Also die Linie einfach angeklickt und jetzt ist die Linie 100 mm lang. Jetzt sagt ihr natürlich, es hat sich ja nichts verändert. Nein, hat sich nicht, weil SolidWorks behält alles das bei, was auf der Zeichnung drauf ist, in ungefähr demselben Maßstab, solange bis die erste Bemaßung drauf ist. Danach wird jedes weitere Objekt dem aktuellen Maß angepasst. So, jetzt haben wir hier dann aber auch hier 100 mm und ich möchte hier natürlich auch einen Bezug zur Mittellinie, also zum Mittelpunkt haben. So, wenn ich jetzt, gibt es für mich drei Möglichkeiten, die ich auswählen kann. Also ich habe einmal hier die 29,318 mm, die ich aber nicht haben möchte, also kommen sie wieder weg. Und nochmal die zwei Punkte angewählt. Ich habe hier einmal die 1240. Wollen wir mal 12 mm draus machen. Und wenn ich dieselben zwei Punkte nochmal nehme, kann ich genauso hier drüben auch die 26,56. Da mache ich einfach eine 25 draus. Und jetzt ist der Punkt quasi in der horizontalen mit 25 mm und in der vertikalen mit 12 mm bemaßt. Und genauso kann ich auch hier die Punkte hier oben bemaßen. Den Punkt hier oben. Und den möchte ich jetzt hier rüber haben. Sagen wir 80 mm. Und der Punkt, der jetzt hier noch fehlt, wenn ich den jetzt sage, okay, ich möchte die Bemaßung haben, dann sagt mir SolidWorks definitiv, es ist überbemaßt. Machen wir einmal. Hier kommt die Meldung. Die ganze Sache ist überbemaßt. Man kann, wenn man möchte, die Bemaßung drinnen machen lassen. Und zwar als Bemaßung zur gesteuerten Bemaßung oder die Bemaßung als Steuerungsmaß belassen. Ja, ich will beides nicht haben und damit ist die Sache für mich erledigt. Dadurch die Linie jetzt komplett schwarz markiert ist, ist sie auch komplett zu 100% fest definiert. Ja, machen wir mal weiter. Jetzt nehmen wir hier das Viereck. Die eine Seitenlänge ist, sagen wir, 50 mm lang. Die zweite Seitenlänge, sagen wir, ist 60 mm lang. Und jetzt seht ihr, es ist immer noch blau. Mit anderen Worten, das Teil steht doch irgendwo im Raum drin. Also es hat keinen Bezug zur Linie oder aber zum Mittelpunkt. Also wählen wir wieder den Mittelpunkt aus. Hier rüber gezogen. Und jetzt möchten wir hier 10 mm haben. Jetzt haben wir ihn in die Höhe schon festgelegt, aber in der Breite, also links und rechts rüber noch nicht. Ja. Und dass wir den nach links und rechts auch noch festgelegt haben, einfach wieder den Mittelpunkt angewählt. Und hier möchte ich haben 60 mm. Ja. Ihr müsst nicht immer unbedingt über den Mittelpunkt alles bemaßen. Ihr könnt auch irgendwelche andere Punkte benutzen. Und dadurch ich jetzt hier in der vertikalen und in der horizontalen wieder zwei Werte angegeben habe, ist für SolidWorks dieses Viereck genau zu finden. Also perfekt definiert. Mit anderen Worten, es sind alle Linien wieder schwarz. Machen wir weiter mit dem Kreis. Der Kreisdurchmesser ist, sagen wir, 70 glatt. Noch nicht voll definiert, weil er ist noch blau. Und jetzt möchte ich aber, dass der Kreis von dem Punkt hier zum Kreismittelpunkt 50 mm entfernt ist und in der Höhe auch zum selben Punkt möchte ich 40 mm haben. Und damit habe ich jetzt diesen Punkt fest definiert. Jetzt machen wir weiter mit dem gebogenen Langloch. Das gebogene Langloch selber möchte ich den Mittelpunkt hier mit dem Mittelpunkt verbunden, also in einer Linie haben, aber auf ein Maß von 150 mm in der Vertikalen
Und in der horizontalen hätte ich gerne 0. Also das, den und den. Und dann könnt ihr hier einfach 0 reinschreiben. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie man die horizontal, also alles das, was auf einer Linie ist, bringen kann. Zeige ich aber in einem weiteren Tutorial. So, dann haben wir hier den Radius, den wir eingeben können. Und den möchte ich haben 50 mm. Wird die ganze Sache natürlich dementsprechend größer. Obendrein kann man dann hier diesen Radius noch mit angeben. Also der auf der Seite oder auf der Seite. Machen wir einfach mal. Und hier möchte ich wirklich nur haben 15 mm. Das bedeutet jetzt für mich, dass das Teil von dem Punkt hier drüben bis zu dem Punkt hier drüben genau 30 mm ist. Das kann man sogar prüfen. Und jetzt kommt was Neues für euch. Und zwar, wenn ihr mit die Steuerungstaste, also nicht die Steuerungstaste, die Taste über der Steuerungstaste drückt sozusagen, einmal und dann genau auf der anderen Linie auch wieder, aber die Taste nicht loslassen und bestätigt das Ganze, zieht es raus, sagt er hier auch, es ist überbemaßt. Ja, es stimmt, aber ihr habt hier die Kontrolle, dass es 30 mm ist, mit anderen Worten, der Radius 15, der hier ist, ist 15 plus 15 ist 30 mm. Ich nehme das mal wieder aus der Zeichnung raus. Dadurch aber immer noch zwei Segmente von der Zeichnung blau sind, ist diese gebogene Nut immer noch nicht komplett definiert. Also müssen wir noch ein weiteres Information dazu geben. Und zwar macht sich das am besten, wenn man das mit Mittellinien macht. Eine Mittellinie hierher und noch eine zweite Mittellinie. Oder Strichpunktlinie kann man auch sagen. Das sind reine Konstruktionslinien. Möchte ich halt von der Linie zu der Linie einen Öffnungswinkel haben von 90 Grad. Stehen da schon 90 Grad dran. So, dann ist die ganze Sache immer noch nicht fest definiert. Das, was wir jetzt noch dazu eintragen können, ist, wir möchten haben einen Winkel von hier nach hier von 0 Grad. Ja, und damit sind jetzt alle Kanten von dieser gebogenen Langloch fest definiert. Und wir sind in der Hinsicht mit dem Teil fertig mit Bemaßen. Machen wir das Ganze mal mit der Ellipse. Die Ellipse lässt sich eigentlich auch ganz einfach bemaßen. Die hat, wie ihr hier seht, 4 Punkte auf der äußeren Kontur drauf. Der erste Punkt, halt, wir haben noch was anderes in der Bemaßung drin. Wir wählen den ersten Punkt und wir wählen den zweiten Punkt. Und wenn ihr nur gerade runterzieht, dann habt ihr das mit der Schräge drin. Und wenn ihr gucken tut, dass ihr, ja, da ändert sich der Wert. So haben wir 51,56 und so haben wir 51,38. Ich möchte aber die 51,56 auf, sagen wir, 60 haben. Also bestätigen. 60 und ist die Ellipse ein kleines Stückchen größer geworden. Und die beiden, die möchten wir auf 130 haben, wird die Ellipse wieder ein kleines Stückchen kleiner, aber es passt. So. Dadurch die Ellipse eine Information immer noch nicht haben tut, ist, wo ist die Ellipse? Also wählen wir hier wieder einen Punkt aus, halt, so, den zu den, ja. Und hier sagen wir, wir möchten mal 60 mm einmal haben. Und nehmen wir nochmal denselben Punkt. So. Halt. Also von hier nach hier. Na, will er nicht. Sollte schon mit Maßen drücken. So. Und hier möchten wir haben 35 mm. Und jetzt fehlen uns eigentlich nur noch, warum ist das nicht voll definiert? Was fehlt uns? Ah, ganz simpel, der Winkel. Da macht ihr euch das wieder einfach. Ihr zeichnet euch wieder eine Mittellinie ein, von Punkt zu Punkt. Und dann könnt ihr den Winkel auch wieder bemaßen. So. So. Und den möchte ich hier haben 5 Grad.
Und schwuppdiwupps seht ihr, dass es komplett voll definiert ist. Mit anderen Worten, bei der Ellipse braucht ihr die lange Fläche, also die lange Seite, die kurze Seite, den Mittelpunkt in zwei Achsen und aber auch den Drehwinkel. Ja? So, jetzt gehen wir weiter zu dem normalen Langloch. Das lässt sich im Grunde genommen genauso bearbeiten oder bemaßen wie das gebogene Langloch, mit dem einen Unterschied, wir brauchen nicht den Radius mit eingeben. Also machen wir das mal ganz schnell. Die Länge machen wir mal 100 mm. Den Radius hier setzen wir auf 15 mm. Und jetzt könnt ihr wieder hier von hier nach hier einen Winkel festlegen, sagen wir in unserem Fall 25 Grad. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, welchen Punkt ihr dann halt haben wollt für die Zeichnung. Empfehlenswert ist es meistens immer den Mittelpunkt des Radius oder aber wenn es später dann halt für zum Übertragen auf dem Bauteil besser geeignet ist, ist es besser, wenn ihr dann halt hier außen den Punkt nehmt. Und zwar den da. Wieder mit der Kontrolltaste angeklickt. Und nehmen wir mal in meinem Fall den Mittelpunkt. So rüber möchte ich das haben, auf 40 mm. Da hat er doch die Mitte genommen. So. So rüber möchte ich haben, 50 mm. Und schwuppdiwupp ist unsere Nut in der Hinsicht dann halt auch wieder voll definiert und voll bemaßt. Jetzt kommen wir zum letzten. Und zwar das Sechseck oder Mehreck. Und das kann man auch ganz einfach bemaßen. Empfehlenswert ist meistens immer die Schlüsselweite. Mit anderen Worten zwei gegenüberliegende Seiten. Machen wir mal auf 60 mm. Und was sich auch empfehlen tut, ist die Seite. Das ist durch dummen Zufall parallel. Ne, hat einen Winkel. Und das setzen wir mal auf einen Winkel von 2 Grad. So, und was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich der Mittelpunkt. Sagen wir hier 110 und nach oben rüber. Nochmal von hier, nach so. Möchten wir 70 mm haben. Und jetzt sind alle die Objekte voll bemaßt. Jetzt haben wir auch alles das, was wir im Vorfeld schon in den anderen Szenarien durchgenommen haben, voll bemaßt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sollten Fragen sein, bitte gerne unten in die Kommentare mit rein. Und danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.